Dies sind die einzig verwertbaren Bilder von einem der mutmaßlichen Attentäter in Bonn. Sie stammen aus der Überwachungskamera eines McDonald's-Restaurants. Warum gab es keine Aufzeichnung der Bilder aus den 7 öffentlichen Kameras am Bahnhof? Längst ist die Debatte darüber entbrannt, wie weit der Staat seine Bürger überwachen darf. Hier passiert das längst. Der Altermarkt in Mönchengladbach, einer von 2 öffentlichen Plätzen in Nordrhein-Westfalen, die von Kameras überwacht werden. Ich finde das an für sich gut, wenn der Video überwacht wird. Weil hier doch viel passiert. Auf der anderen Seite finde ich es nicht in Ordnung, dass der Mensch immer gläserner wird. Seit 8 Jahren hängen die Kameras inzwischen hier. Die Bilder werden 2 Wochen gespeichert. Der Grund? Am Altermarkt gibt es immer wieder Schlägereien und Diebstähle. Gut die Hälfte dieser Straftaten kann die Polizei jetzt mit Hilfe von Videobildern aufklären. Der Abschreckungseffekt allerdings ist gering. Trotz Kameras gibt es allein auf diesem Platz in Mönchengladbach 600 Straftaten im Jahr. Dass wir damit Straftaten verhindern, nur weil wir eine Kamera aufhängen, so blauäugig sind wir nie gewesen. Das hat man nie erwartet. Der ein oder andere mag sich davon abschrecken lassen, aber das gilt sicherlich nicht für alle Straftäter. Ähnliche Erfahrungen haben auch andere Städte gemacht. Neben Mönchengladbach und Düsseldorf haben Bielefeld, Coesfeld und Aachen an einzelnen Brennpunkten vorübergehend Kameras installiert. Das ist zu wenig, meint Bundesinnenminister Friedrich. Ich habe bereits vor einigen Wochen, als der Mord am Alexanderplatz stattgefunden hat, gefordert, eine Ausweitung der Videoüberwachung. Halte das nach wie vor für richtig, dass man auf Plätzen wie dem Alexanderplatz, wo immer wieder auch Kriminalität in erheblichem Umfang passiert, dass man da mehr erstens Polizeipräsenz hat, aber auch mehr Videotechnik einsetzt. Doch diese Forderung stößt auf Kritik. Gegenwind kommt sogar vom Koalitionspartner. Wer sich dauerhaft beobachtet fühlen muss, der wird anders in der Öffentlichkeit sich bewegen. Und deshalb an Gefahrenpunkten ja, sie müssen nur funktionstüchtig sein, flächendeckend an jedem Ort zu jeder Zeit nein. Wir wollen nicht ein Land haben, in dem gilt Big Brother is watching you. Eine Haltung, die vor allem die CSU angesichts des versuchten Anschlags in Bonn so nicht stehen lassen will. Es ist der Sicherheitsgewinn offenkundig und wer sich da dagegen stellt, der kann offensichtlich mit der Sicherheit in unserem Land nichts Rechtes im Sinn haben. In Nordrhein-Westfalen gibt es für die Videoüberwachung allerdings hohe Hürden. So ist sie im öffentlichen Raum nur an Kriminalitätsschwerpunkten erlaubt, wie zeitweise hier am Elisenbrunnen in Aachen. Aber Kameras immer und überall, so wie von der Union gefordert, Experten sehen das skeptisch. Man braucht also eine klare Analyse, ist zum Beispiel ein Platz gefährdet oder nicht. Jetzt kann man sagen Weihnachtsmärkte, sowas ist sicherlich ein Gefährdungsbereich, Stadien auch. Aber überall Kameras aufzustellen, das spricht sich rum, abgesehen davon, dass es verfassungsrechtlich ja auch nicht in Ordnung ist. Denn es schränkt unsere Freiheitsrechte ein, überall beobachtet zu werden. Wer will überall beobachtet werden? Den Bonner Hauptbahnhof hält man inzwischen für so gefährlich, dass auch dort in Zukunft alle Bilder der Überwachungskameras aufgezeichnet werden sollen. Bei der Fahndung nach den möglichen Attentätern kommt das allerdings zu spät.